So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von... ich bin gerade irgendwie richtig nervös. Zum Transport Review hier auf dem wunderschönen Kanal. Ich lasse es wieder hier wunderschön vorspulen. Kann mal kurz lecken im Hintergrund, ist aber auch nicht mehr so schlimm. Wir sehen hier zwei Schiffe, die irgendwie hier langfahren. Der ist gerade abgelegen von der... Okay, hat keine Passagiere, was sagt denn eigentlich hier? Linie 11 hat besucht, also der hier... Die ist gut dabei. Ich habe jetzt überlegt, wie kriege ich eigentlich Geld? Mit dem Fliegerchen. Hab ich jetzt überlegt, dass ich vielleicht hier hinten die Stadt noch ein Fliegerding mache. Im Flughafen. Natürlich ist das ein bisschen teuer hier. Müssen wir mal schauen. Ja, was können wir in dieser Zeit jetzt machen? Wir können eigentlich gar nichts machen. Ist wirklich so jetzt gesagt wie gemeint. Was soll man jetzt... Oh mein Gott, was ist denn hier hinten los? Was? Ich habe mal so das Gefühl, dass ich hier noch einen Bus draufsetzen muss. Vielleicht auch zwei. Die neun. Das wird jetzt... Alter, wie gut ist denn das besucht? Aber all... Bahnhof, wie gut ist der? 14. Jo. Ist nicht schlecht. Was machen wir in dieser Zeit? Oh, wir bekommen was Neues. Was bekommen wir? Eine Boeing 737. Oh mein Gott. Okay. Die wird bestimmt nicht billig. Oh, hier kommen die ganze Zeit die Züge an. Das finde ich sowas von süß. Also sowas von sexy, wenn hier die ganze Zeit die Züge ankommen. Wollen wir die nächste Stadt mal bevölkern? Was ist das hier eigentlich für ein Bahnhof? Was, wenn wir hier einen Dreier draus machen und dort hochfahren? Höchstgeschwindigkeit, dreigleisig, Oberleitung anwenden. So, dann braucht nämlich der Zug nicht warten. Und hier lassen wir den wieder runtergehen. Muss ich denn hin? Ach, dort hinten müsste ich hin. Krieg meinen. Okay, das ist ein bisschen zu teuer. Nice, nächste Strecke fertig. Dann mach mal. Hier mach mal ein Begegnungsgleis rein. Und hoffen, dass wir damit ein bisschen Geld verdienen. Hier brauchen wir noch ein paar Signale. Einfahrt, Ausfahrt,
Ach, hier genau andersrum. Ich hoffe, sie sind richtig rum. Dann machen wir hier lieber noch einen hin. So. So, und das müsste eigentlich gewesen sein. Und dann schicken wir hier den ersten Zug drauf. Nur von welcher Seite ist so die Frage? Das fragt ihr euch auch. So, ach du Heilige, hier sind so viele Leute nach Eschweiler unterwegs. Ich möchte aber keinen anderen Zug draufsetzen, weil es mir sonst zu teuer wird. Gucken wir mal, von dem hier rüberkommen. Wir fahren hier in den Bahnhof rein. Schicken ihn dann hier lang und dann kann er über das Gleis. Das ist das, was ich so liebe. So. Das Gleis hier kann er dann hier hin. Steigung zu groß. Das ist ja auch keine Hochgeschwindigkeit hier. Das heißt, wir müssen wirklich von vorne kommen. Oh mein Gott, das wird ja jetzt was. Hier kommt unser anderer. Das heißt, muss jetzt hier. Hiervon hole ich mir zwei jetzt. Nicht genügend Geld. Das heißt, ich muss warten, bis ich 9 Millionen habe, dann hole ich mir den. Millionen. Ja, ich weiß, wir könnten uns eigentlich schon die kleinen hier holen. Oder den Schienenbus. Der Schienenbus ist aber zu langsam. 18 Passagiere und der kann 64, das ist der große Unterschied. Also es reicht, wenn ich erstmal einen drauf schicke, das reicht mir erstmal vollkommen zu. Habe ich denn eigentlich hier? Habe ich hier? Habe ich noch was? Habe ich nie? Ist das so ein Zug? Nee, hier. Guck mal, die hängen hier. Das ist das Problem. Den schicken wir dann mal ins Depot. Da kann ich nämlich so einmal auf die Strecke schicken. Welche Linie ist denn das jetzt? Die BR-103! Och, geil! Warte mal. Hier. Immer noch die alten Signale gelten. Gelten die überhaupt noch?
Schon wieder das Problem. Anscheinend die doch jetzt hört er. Ich tue es hier gerade nur ein bisschen beobachten. Dann kann ich den nämlich auch austauschen. Weil hier warten, wie viel warten hier? Schwollen wieder zu Hause. Hier warten viele. Was habe ich denn hier für einen Zug? Hier habe ich auch nur den kleinen drinne. Also Schwollen wieder zu Hause muss ausgewechselt werden als nächstes. So, das ist der hier. Kurz mal die Beine hier angucken, ob das klappt. Und dann kaufe ich mir nämlich den nächsten großen Zug. Der hier zählt dazu. Also einer von den beiden wird dann ausgetauscht. Der fährt gerade hoch. Der ist gerade oben. Die beiden Züge tun sich wohl gerade einpendeln. Ah, der war jetzt wieder auf freie Wege, aber der ist ja gut unterwegs schon. Der ist gerade auf dem Weg nach unten, oder wo ist denn der jetzt? Warten auf freiem Wege, der kommt jetzt. Der steht hier vorne, okay. Schwollen wir zu Hause, muss ausgewechselt werden. Der hat aber welche gerade drin, also muss ich den als nächstes dann wechseln. Da kommt wieder was Neues. Mensch, jetzt geht der Fortschritt los. BR-Hunden 218. Das sind alles welche Loks, die ich jetzt nicht benutzen möchte. Das sind zwar schöne Loks, aber ich möchte die aus... Oh, der ist aber schnell. Da kaufe ich mich die hier. Die ist 200 km/h schnell. Naja, aber dafür ist die 16 Millionen teuer. Was wären jetzt, wenn ich mir die hier hole? Und ein paar Einheitswagen. Aber alles auf Kredit eben. Ich mach das mal. Weil ich möchte gerne jetzt umtauschen und jetzt extra so welche kleinen holen, obwohl ich die Einheitswagen noch habe. Das war auch so ein bisschen dämlich. So. Also die BR 103. Mit ein paar Einheitswagen. 1, 2, 3, 4. 4 Einheitswagen. Dafür wird der hier dann zurückgeschickt. Also der hier wird weggeschickt. Dafür kommt der drauf. Auf dann die Linie. Schwollen wir zu Hause. Ja, es ist jetzt alles ein bisschen ganz langsam, aber da kommt er an. Und sobald er ausgeladen hat, wird er ins Depot geschickt. So, 100k. 2 Millionen gemacht. Können wir noch ihn dranhängen. So. Warum ist der jetzt hier unten? Ne, wo ist denn der denn? Ach, der ist hier oben und hier oben tun sie auch zwei Kreuzen, genau.
Und der wartet auch, bis er losfahren kann. So, dann schicken wir den nämlich los. Den bitte verkaufen und den aufschwollen wir zu Hause. Bam. Dann gucken wir uns jetzt mal kurz an, wie denn die Lok denn aussieht. Hast du gerade eine Parkbank? So, jetzt warten wir, bis er ankommt. Da kommt sie. Die BR 103.2 mit 7 Einheitswagen? Oder wie viel waren das jetzt? Jetzt warten, muss er warten. Also jetzt, wenn man das so alles mitspielt, dann weiß man, wie soll man das dann später alles bauen. Ist ein bisschen dann schon im Kopf drin, wenn man jetzt so ein bisschen sieht, so und so wird das verbunden, sucht man sich doch gleich einen großen Bahnhof aus, damit sich das nie alles drumherum abreißen muss oder irgendwelche Bahnschienen dann verlegen muss. So, und der sollte dann 200 fahren. Er wird zwar seine Höchstgeschwindigkeit nicht ausfahren, das verspreche ich euch jetzt schon. Steht wohl eher noch im Bahnhof. Jo, der andere wird zu Hause da. Ich würde dann gerne bei dem mitfahren. Da kommt schon der nächste Zug. Also ich glaube, ich komme hier kaum noch raus. Noch jetzt. Meine Damen und Herren, auf Gleis 2 dürft ein, Gleis 3 dürft ein, der Zug BR 75 Richtung Wirz und Thurhausen. Was sagt der Bahnhof eigentlich? Ich wollen wieder zu Hause. Nehme ich jetzt eigentlich fast alle mit, glaube ich. Ich nehme ja alle mit. Mit einem Schlag. Leute. Im Cockpit Platz nehmen. Machen wir jetzt mal. Ey Mensch, da kommt er ja schon. Gucken, ob er jetzt hier seine. Ich glaube nicht, dass er ja voll ausfährt. Das wird er hundertprozentig nicht schaffen, aber da ist, glaube ich, bei 125 ist er schneller als die anderen. So, jetzt nimmt er schon mehr Fahrt auf als die anderen. Kann sogar geradeaus durchfahren. Hat ein grünes Signal. 140, mehr schafft er nicht, weil jetzt so leicht in die Kurve, glaube ich, reingeht. Mensch, 140 nur. Ich habe gedacht, ich habe wirklich 200 von ihm erwartet. Aber jedenfalls ist er 15 km/h schneller als der andere. Und das ist richtig Bombe schon. Wenn er jetzt hier nicht so lange warten muss. Ah, da kommt gerade einer reingefahren. Nee, kommt da, der kommt rausgefahren, ne? Der kommt raus. Wo fährt denn der denn hin? Vorhin stand doch noch einer auf dem Bahnhof. Ich habe doch. Habe ich drei Züge auf der Schwollen wieder zu Hause? Mensch, das wird ja jetzt eine Kambolage. Die wissen, wie peinlich das oder wie Scheibenkleister für die Leute das ist. Die sehen den Zug richtig so im Winter, sehen so einen Zug vor sich stehen und es ist arschkalt.
oder fährt der andere weg? Also manche Leute stehen da, da kann man sich nur im Kopf greifen. Der fährt mit 60, fährt ein Bahnhof rein. Alter. Das würde niemals in echt irgendjemand machen. So 10, 20 km/h sind vollkommen ausreichend. Wir machen hier fast 1 Million plus, wenn der ganze Zug voll ist. So, wie viel wollen jetzt die zurück? Ich wollen wieder zu Hause, 76 Leute. Ich glaube, allein der Zug reicht hier auf der Strecke. Oder wie voll ist der? 18, der ist trotzdem voll. Lass mich raten, hier sind trotzdem wieder 40. Alter, was ist mit der Stadt dort oben los? Wieder zu Hause, von wieder zu Hause geht es dann wohin? Hier hin, und dann geht es zum Schiff, ja gut. Wenn hier auch so viele sind, 44 Leute, ja gut. 5, 3, 38. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es alles so zusammenhängt. Dass eben hier der Schiffverkehr ist. Weil Schiffverkehr macht bestimmt gut plus. Die 17 zwar bestimmt nicht. Ne, macht minus. Ich habe dies noch gar nicht so lange drin. 17. Elf. Ja, ob das jetzt gutes Plus ist oder es ist nicht viel. Denn hier werde ich mein Depot schicken. Den wollte man ja dann noch im Flughafen inbauen. Für 8 Millionen, das schauen wir noch in diesem Part. Mir ist gerade egal, wie lang der Part mal ist. Ist schon. Und jo. Ich muss dann noch was lernen. Mit Sybil White. Denn mit ihm haben wir ein größeres Projekt jetzt in nächster Zeit vor. Ich muss mal wieder vorspulen, sonst dauert das ewig, ehe ich die 8 Millionen habe. Etwas größeres Projekt. Kann ich ja jetzt schon sagen. Für mittelgroße Flugzeuge. Ich glaube, das kann ich aber in nächster Zeit gebrauchen mit einer Boeing. So, 8,8. 6, so. Jetzt brauche ich meine Fluglinie. Essen-Schwollen fährt überhaupt kein Fahrzeug mehr. Ich brauche hier Linie 3, die macht minus. Alle 12 Minuten fährt die Haltestelle hinzufügen, reicht die hier. Und am liebsten würde ich dann noch das Flugzeug verkaufen und eben die Boeing holen. Aber die Boeing ist so groß. Was geht denn hier ab? Wie voll ist denn der zu? Oh, der ist immer gut zu. Voll. 900 Gramm macht er. Gewaltig, Egon, gewaltig. So, gut, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Wie gesagt, es wird mal noch mal ein Part kommen. Stopp. Wo ich eben. Ich mach mal kurz hier leiser. Wo ich nochmal neu anfange. Da wird nochmal, ich sage jetzt mal, wie Staffel 2 beginnen. Und jo. Das wird schon. Und wegen beide habe ich ja gerade erst angesprochen gehabt. Da muss ich noch einiges klären. Grund liegt einfach dabei, dass wir was Größeres vorhaben. In mehreren Sichten, Seiten und sonstigen aus. Warum wird das Flugzeug jetzt extrem langsamer? Achso, wir kommen langsam zum Landeanflug. Wir sind ja schon nach in Hippstadt.
Wie gesagt, wir haben da Kleinigkeiten vor, wo ich mir jetzt schon die ganze Zeit Gedanken mache. Was es wird, werden wir vielleicht Anfang nächstes Jahres erzählen oder zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk. Müssen wir mal gucken, was man da, ob man da das machen. Ich habe nur noch ein Wochenende Zeit, wo ich mit ihm bereden kann. Weil sonst bin ich bei meinen Eltern. Wie gesagt, dieses Wochenende, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob noch dieses Wochenende ist. Bin ich ja in Görlitz und rede mit einem, mache ein kleines Video, was dort da alles passiert. Weil da ist nämlich Weihnachtsmarkt, und habe ich gesagt, gut, dann nehme ich ein bisschen auf. Und wir gucken mal hier noch die Landung mit zu. Nice. Ich finde es geil. Es macht zwar kein Geld, oder? Aber es ist so, es ist einfach nur geil gemacht. Aber jetzt auszubauen auf die Boeing, damit die Boeing dort landen kann, das wird schon hart. Und dann der Learjet oder sowas, da muss ja noch ein größer, da wird der große Flughafen gebaut. Das wird extrem, das wird teuer. Und das lohnt sich nicht. Also ihr seht ja, das lohnt sich nicht, so ein Ding zu bauen. Aber es hat den Sinn einfach nur, dass ich es hab. Kurz gesagt, ich möchte es ausprobiert haben und dann in der zweiten Season, zweiten Staffel, wie ihr es sonst nennen wollt, jetzt wissen, okay, Flugzeuge vielleicht nur als Transportmittel für Güter benutzen auf weiten Strecken und keinen Zug, wenn es große Massen sind. Dann Schiffe lohnen sich, die regen den Zugverkehr an und ja. Muss ich dann mal sehen, also was dann alles noch draus passiert. Ich werde, glaube ich, das hier noch lassen und euch so ein bisschen den Einblick lassen mit dem Flugzeug. Also, wenn er hier jetzt fertig ist, lasse ich euch dann in Ruhe. Lasst ihn einmal bis nochmal bis nach Repstedt fliegen und euch zeigen, wie so der Flugverkehr hier abläuft. Und dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr von dem Ganzen sehen wollt oder auch nicht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Man is World. Daumen nach oben, Daumen nach unten und geht natürlich mal bei Künstlerplay sowie beim The Rebyte vorbeischauen. Jetzt muss ich aber nur eins gucken, ist das ein Mensch? Ja, geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Thank you.
So, ich bin melde mich hier wieder zurück aus dem Cockpit. Wir sind gerade in Schwellen Süd gelandet mit der Linie 3. Ich würde mal sagen, das reicht hier, weil das mir sonst extrem lange geht. Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon aufgenommen habe. Ach ja. Es ist schon verrückt, die Welt. Ich bleibe jetzt hier. Speicher hier. Warte bis zum nächsten Mal. Wir fliegen zwar nicht wieder zurück, aber ich würde sagen, wir warten in Schwollen auf den nächsten Zug vielleicht. Mal gucken, was uns hier noch alles erwartet. Voilà, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euch mir das Wort. Ciao, ciao.